My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Also ihre Stimme, die ist fast so schön wie deine, Anna. Soll ich's dir nicht lieber aufschreiben? Nein, ist alles in meinem Kopf. Hoffentlich. 2 Pfund Mehl, 1 Schinken gesalzen, 1 Pfund Zucker, Obst, wenn welches da ist, Leinen, 8 Meter und wenn noch was übrig ist, ein bisschen von diesem Blumenöl. Rosenöl. Richtig, Rosenöl. Das war schon alles, glaube ich. Marshall James Anderson kauft Parfüm. Das nenne ich ein Wunder. Ich nenne das Ehe. Wiedersehen, Pa. Na sowas. Der tapfere Marshall sträubt sich immer noch. Was hat ein kluger Dichter geschrieben? Der Feige stirbt schon vielmal, ehe er stirbt. Die Tapfern kosten einmal nur den Tod. Doktor? Was? Wir sollen ihr Land abkaufen, sie überzeugen, ihnen alles erklären, oder nicht? Ah, ich erkläre immer alles. Und dann töte ich. Sarah, geh weg vom Fenster, Liebling. Ja? Einen guten Tag wünsche ich, Ma'am. Ist der Marshall da? Er ist kein Marshall. Nicht mehr, Sir. Dann eben Mr. Anderson. Und wer will das wissen? Wir haben uns gefragt, ob Ihr Gatte über das Angebot, das wir ihm vor einigen Wochen für diese Farm gemacht haben, noch einmal nachgedacht hat. Er hat Ihnen noch schon geantwortet, glaube ich. Was steht noch in der Bibel, Slim? Keine Ahnung, Doktor. Ah ja, du sollst einem geschenkten Gaul niemals, nie ins Maul schauen. Eine Perle der Weisheit, die Sie auf Ihre eigene Gefahr ignorieren. Wir werden nicht verkaufen. Lady, Sie würden es sich nie vergeben, wenn Sie Ihren Mann eine solche Gelegenheit verpassen ließen. So ein Angebot bekommt man nur einmal im Leben. Ich lege Ihnen ans Herz, noch einmal darüber nachzudenken. Aber mein Mann ist zurzeit leider nicht hier. Das wissen wir auch, Lady. Ist schon wieder 10 Jahre her, dass Sie den Stern gegen den Flug eingetauscht haben, James. Ein trauriger Tag für uns alle, als Sie zurückgetreten sind, das steht fest. Man kann auch zu ehrgeizig werden. Ach was, Sie legen ein paar um, bevor die Geschworenen es Ihnen erlauben und die schmeißen Sie raus. Ist nicht fair. Nein, Sir. Sie sind kein Farmer, James. Ihr Vater war kein Farmer und Sie sind auch keiner. Er hat nicht lang genug gelebt, um herauszufinden, was er ist. Tja, vielleicht haben Sie recht, aber... Und jeder Mensch hat das Recht auf einen fairen Prozess, oder nicht? Schon, aber Sie haben nie einen Unschuldigen erschossen. Ich bin nie einem Unschuldigen begegnet. Das macht dann $4, Marshall. Haben Sie dieses, dieses Rosenöl? Ja, Sir. Gerade reingekommen aus Paris in Frankreich, Sir. Und ich möchte hinzufügen, Mrs. Anderson hat einen exzellenten Geschmack. Ja, außerdem riecht sie gut. Aufhören! Bitte aufhören! Lauf weg, Sarah! Lauf! Oh, weine nicht, Frau. Wie heißt es doch? Wer weint, vermindert seines Grames Tiefe. Ja, das ist das Richtige. Lassen Sie mich runter! Lassen Sie mich sofort runter, oder Sie kriegen Ärger! Ganz großen Ärger, Mister! Ärger, was? Haben Sie das gehört, Doktor? Ich hab großen Ärger! Und grüßen Sie Ihre Familie von mir, James. Danke, das werde ich. Thank you.
Nein! Nein! Anna! Wie ist das gewesen? Sie haben Sarah. Du musst verkaufen. Wir sehen sie nie wieder. Wo sind sie hin? James, bitte. Wo haben sie sie hingebracht? Anna! James, halt mich. Mir ist kalt. Ich halte dich. Ich liebe dich. Anna! Sarah. Thank you.
Nein, bitte. Hören Sie auf zu schießen. Sie sind unterwegs nach Norden. Haben irgendwas vom Zug in Wellington erzählt. Dann Richtung Cortez. Dort würden Sie sie niemals finden. Bitte, erschießen Sie mich nicht. Woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Weil ich noch nicht sterben will. Verdammt, ich hab's dem verrückten Doktor doch gesagt. Das Kind zu stehlen ist bestimmt nicht gut für unsere Gesundheit. Er hätte auf dich hören sollen.